Blick in den Draft verrät. Wir haben unsere Standardbands mal wieder. Zeratul auf Seiten von SK und Stitches auf Seiten von AAA. So, First Pick ist Valor dann von SK. Als Antwort Uther und Thrall. Interessante erste Picks hier von AAA. Also einen Uther habe ich schon lange nicht mehr als ersten Pick gesehen. Dass Thrall so auf die ersten Spots rutscht, in Zukunft habe ich mir schon fast gedacht. Und das, ja, gut, aber gehen wir erstmal auf den Rest hier ein. SK direkt mit Brightwing und Arthas. Brightwing hätten sie durchaus später bringen können. Es sei denn, sie hatten Angst, dass hier irgendwie ein doppelter Support kommt von AAA. Weil sonst hätten sie Brightwing auch als letztes bringen können. Naja. Und vielleicht mit einem Muradin Arthas antworten. Muradin wiederum, der kommt dann auf Seiten von AAA zusammen mit Tychus. Schön, schön gemacht, auf jeden Fall eine gute Wahl. Und dann SK Gaming antwortet mit Sergeant Hammer und eine Sibo. Oh Mann, das ist ein sehr, sehr starker Push. Extrem starker Push, aber sie müssen halt auch gut auf Arthas aufpassen. Da sind sie ein bisschen abhängig von eine Sibo, dass der halt eine gute Zombie-Wall bringt und die halt häufig defensiv einsetzt, um Arthas zu schützen auch. Oder halt ein schönes Zoning betreibt, damit sie die Teamfights gut halten können. Und AAA als Final Pick dann Tassadar. Also, das ist schwer zu sagen. Ist echt schwer zu sagen. Ich finde fast AAAs Lineup ein bisschen besser. Aber ihnen fehlt halt auch Todd diesmal. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sofort den Sieg an AAA geben. Es ist durchaus sehr, sehr offen. Wann ist der letzte Giveaway? Ah, wir sind so krass in den Viewern gefallen, aber. Weiß nicht, hier sind noch so einige dabei. Na gut, machen wir den Giveaway einfach trotzdem. Wir machen den Giveaway nach dem letzten Spiel. Also quasi das nächste Game müsst ihr jetzt so mehr oder weniger gleich anfangen. Und nach dem letzten Spiel... Ja, warte mal. Ich muss nochmal kurz Kaldor anflehen. dass wir das Replay auch kriegen. Ja, also nach den letzten beiden Spielen, beziehungsweise jetzt kommt das nächste Spiel gleich, sobald Kaldor mir das Replay schickt und danach dann das letzte Spiel und dann gibt's den... dann gibt's dann den letzten Raffle. Und ich sag euch Bescheid, bevor das Ganze passiert. Also keine Angst, ihr verpasst nichts. Und ansonsten, falls ihr heute leider leer ausgeht, dann gibt's noch über die ganze Woche und die ganze nächste Woche verteilt Beta-Keys. Also, ihr könnt auch gerne mal bei InHeroes vorbeischauen, einfach auf inheroes.de gehen und da gibt's auch nochmal einen Raffle. Da müsst ihr auch nicht allzu viel für tun. Ich glaube, einfach Facebook liken, einen Forum-Post schreiben, das erhöht alles eure Chancen. Und wir haben auch eine ganze Menge an Beta-Keys zum Raushauen. Ich habe nochmal so ein separates Kontingent gekriegt, besten Dank an Blizzard übrigens. Die Beta-Keys werden auf jeden Fall noch fließen. Gut, ich habe das Replay jetzt, das heißt, wir können starten. Ich muss das nur noch kurz rüberschieben und dann kann es losgehen. So, da ist das. Na. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, so, perfekt. Nächste Karte ist Dragonshire. Wir kriegen also eine gute Mischung heute hin. Von allen Karten, die es so gibt. Gefällt mir gut. Bossy, du willst auch streamen? Ja, mach das mal. So viele deutsche Streamer gibt es bisher noch nicht. Okay. Replay ist da. Wir können reinladen. SK gegen AAA. Let's go. Dragonshire ist wie gesagt die Karte und wie gesagt, meiner Meinung nach SK mit einer leicht besseren Team Composition, aber das wird sich dann zeigen. Bei ihnen fehlt halt auch Todd als ein sehr, sehr starker Spieler. Aus einem SK, die haben heute schon ein Spiel verloren, sind vielleicht nicht in der besten Verfassung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind auf Dragonshire und hier sind sie auf der linken Seite der Karte gespawnt. Das Team komplett über Europa verteilt. SK Gaming mit Bakery of Valor. Araragi auf Arthas. Und in der Botlane haben wir Link auf Brightwing. Zamini spielt Nasibo und BZ in Sergeant Hammer. Ihre Gegner auf der rechten Seite Team AAA mit Jark als Thrall.
mit Gerd am Herd als Tessela, mit Jella. Oh, Jella als Stand-in anscheinend heute, mit Tychus. Toonjay spielt Uther und Vipolino ist da auf Muradin unterwegs. Und sie sind auch schon zu viert unterwegs. Aber auch ein guter Counter, weil ich meine, Nasibo und Sergeant Hammer, da musst du was gegen machen. Also ich denke mal, da werden wir mindestens einen Triple Stack gegen Triple Stack sehen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber auch eine gute Chance hier vielleicht direkt was auszurichten und einen ersten Kill zu kriegen. Muss ich Beezy und auch Samani gut in Acht nehmen. Na, eigentlich alle drei, wenn man das so sieht. Aber auch Brightwing ist hier unten in einer gefährlichen Situation. Gerade wenn hier mal schnell die Lanes wechseln, wie sie es gerade machen. Gute Rotationen übrigens. Nutzen auch schön aus, wenn hier mal kurz keine Minions kommen. Also verpassen kaum XP. Oder null, um hier ehrlich zu sein. Und jetzt zu viert gegen Bakery. Da musst du dich in Acht nehmen, Bakery. Das ist verdammt gefährlich. Aber auch ein kleiner Switch hier von SK. Gehen auf die Botlane zusammen mit Beezy, Samani und Linked. Oh, da kommt der Shot auf Linked und schön eingequetscht auf der linken Seite, aber er kommt nochmal davon. Gutes Crit Rise auf Jella. Er hätte ihm durchaus gefährlich werden können. Der hat die DPS, um ihn schnell rauszunehmen. Aber Triple A, die können sich hier den ersten Shrine sichern. Ich weiß nicht, warum hier aus irgendeinem Grund das nicht richtig angezeigt wird. Das letzte A wird nicht gezeigt, ne? Vielleicht kriege ich es noch hin. Ist es jetzt richtig? Jetzt ist es richtig. Ach, keine Ahnung. Ein A wird abgeschnitten aus irgendeinem Grund. Gut, gut. Wir haben es hingekriegt. Oh, die Zombie Wall. Ganz, ganz knapp. Aber SK kann sich hier die Kontrolle zurückerobern. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn der Sergeant Hammer hier unten in der Botlane steht, kann halt immer ganz gut das Ganze zumachen mit den Mines. Und dann ist es halt sehr gefährlich für die rechte Seite da überhaupt reinzukommen. Gerd am Herd ist hier hart angeschlagen gegen Bakery, muss ein bisschen defensiver spielen, aber ich glaube, er will auch ein bisschen locken. Er will locken, dass Toonjay und auch Muradin eine Chance haben, raufzugehen. So, Toplane wurde gerade erobert. Wall ist darauf gegangen. Und ja, guter das dann. Aragi scheint hier aber das Ganze zurückerobern zu können, weil Jark hat schon sehr viel Mana geopfert. In der Botlane geht nochmal die Action ab. Beezy! Versucht hier auf Vipolino zu gehen, aber hat auch einiges an Schaden abgekriegt. Oh, Jella? Muss aufpassen. Muss hier sehr, sehr stark aufpassen. Jella ist der Stand-in übrigens für Todd heute. Und Jella hat eine ganze Zeit für Team Playing with Pain is Pain gespielt. Oh, SK, die haben jetzt die Kontrolle über beide Schreine. Kann Thrawler was machen? Unten sieht es gerade nicht so aus, als wenn da irgendwas für AAA läuft. Aber auch hier oben, Aragi hat volle Gesundheit, volle Mana. Echt erstaunlich. Wenn sie Tesla nicht hätten, dann hätte Bakery hier schon längst die Kontrolle über den Dragon Knight. Ah, gutes Schild. Kann Bakery noch weiter zurückhalten. Unten sieht es so aus, als wenn hier die Kontrolle endlich wieder genommen werden kann. Sehr gut gemacht hier auf Seiten von AAA. Ah, und wieder die Kontrolle verloren. Aber Tesla bleibt halt wacker, standhaft in der Midlane. Bellino muss aufpassen. Gute Jump. Bringt sich dann Sicherheit. Keine Zombie Wall für ihn. Ja, sie machen komplett die ganze Zeit Veränderungen an den Helden, Mr. Arcturus. So, Top Control wurde jetzt hier endlich für Thrall. Das erste Mal, dass er hier auch die Kontrolle behält. Arthas wird es aber auch, glaube ich, recht schnell wieder zurückerobern können. Oh, gut, gute Aktion hier von Jark. Und jetzt kommt Vipolino von unten mit rein. Aragi muss aufpassen. Guter Stun rausgehauen. Das Shane Lightning, aber ich glaube, er kommt hier nochmal davon. Da versucht der Bodyblock hier. Vipolino kriegt das hin. Oh, guter Stun nochmal. Kriegen sie den Final Blow? Ne, kriegen sie nicht. Link kommt rechtzeitig. Perfektes Timing mit dem Heal gerade. Das hätte sonst First Blood geben können. Und wir haben wieder eine Rotation. Gerd am Herd kriegt jetzt hier Jella noch zur Unterstützung. Bakery ist extrem niedrig. Wow, das hätte fast der Kill sein können. Die Granate in Millisekunde eher gekommen werden. Das ist der StarCraft Jark. Genauso ist es Eisklaw. Todd spielt in dem Team und halt eben auch Jark, also zwei StarCraft-Spieler. Nicht ganz so krass wie bei El Nexo, aber immerhin. Ah, die Zombie-Wall von Samini hat heute noch nicht ganz so viel gebracht, aber warten wir mal ab, bis Level 10 kommt. Dann kann sich das ganz schnell in eine andere Richtung entwickeln. Und nur Jella und Tanjay, die sind da unten halt auch gut bedient. Also den Shrine werden sie so schnell nicht wiederkriegen. Aber glücklicherweise kann Thrall hier oben halt auch sehr gut halten.
Wobei das Tor halt schon ein bisschen was an Schaden genommen hat. Der Turm hat keine Munition mehr. Hat auch schon viel Schaden eingesteckt. So kann Aragi jetzt den Turm, den Schrein wieder zurückerobern. Und Gerd am Herd, kann er was gegen Bakery machen? Ja, kann er. Kann er wunderbar machen. Muss halt ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwann mal hier jemand zur Unterstützung kommt für SK. Oh, Tessera wurde rausgenommen. Das ist die Chance. Das ist die Chance für Bakery. Hat er sich ein bisschen zu viel geleistet. Aber Bakery kriegt ja auch einen guten Stun-Up. Kann er hier rausgenommen werden? Der Bodyblock-Versuch kommt. Vipelino verspringt da nochmal nach. Da kommt die Zombie-Wall. Kann hier nochmal Bakery schützen. Und Aragi wagt sich rein. Wir wollen den nächsten Kill. Und da kommt er auch. Wow, Samen-I. Perfekt getimed. Jetzt kommt hier noch Link mit dazu. Super, super Ravenous Spirit hier auf Seiten von Samen-I. Hat einen perfekten Kill hingekriegt und auch noch Vella gerettet in dem Ganzen. Die muss natürlich jetzt weiter hinten stehen, aber das stört sie gar nicht so sehr, weil es ging halt hier hauptsächlich darum, den Dragon Knight zu kriegen, jetzt schön zu rotieren, auf allen Lanes die letzten Türme zu zerstören, die Gates zu zerstören und dann halt später die Möglichkeit zu haben, auf die Forts zu gehen. Und da braucht man dann nicht mehr unbedingt den Dragon Knight. Aber sie haben halt jetzt den leichten Vorteil mit einem Level Vorsprung. Ja, dann hat versucht hier was gegen Link zu machen. Alleine wird das halt schwierig. Das restliche Team kommt mit dazu und er hat noch nicht so viel Schaden genommen. 14 Sekunden noch. Kriegen sie es hier hin? Versuchen sich echt in eine gute Position zu bringen. Das könnte ein Sandwich werden. Link kommt nicht mehr richtig durch. Noch 6 Sekunden oder 30% Schaden. Sein Team fehlt ja absolut. Also Link könnte das Ganze hier doch... Oh, es wird schwierig. Er probiert's. Kommt er nochmal davon? Da kommt der Heal, da kommt das Shield. Vipelino schön gepolymorpht und so muss das laufen. So muss das laufen. Wow, sehr gut gemacht und schön auch das komplette Team von AAA beschäftigt. So konnten sie halt in der Zwischenzeit nicht wirklich viel machen. Ah, gutes Thundering hier von Jark. Kann das halbe Team trennen. Samen-I kriegt da einiges an Schaden ab von Vipelino. Kriegt er hier noch den Final Blows. Sieht nicht so aus. Tessera wird rausgenommen. Und Samen-I kann nochmal flüchten. Beezy kann auch flüchten. SK hält es sehr, sehr gut soweit. Da kommt der Stun auf Vipelino. Beezy kommt mit rein. Super Rain of Vengeance, aber das Shield kommt raus. Kann ihn nochmal am Leben halten. Und der Ancestral Spirit auch ein bisschen, beziehungsweise Ravenous Spirit auch ein bisschen vergeudet da oben. Trotz allem, sie kämpfen dagegen an. Sie halten Team AAA in der Defensive und können jetzt hier sogar einen Siege Camp klauen. Gar nicht mal so schlecht gemacht. Jark kümmert sich sofort darum. Der Rest des Teams ist beschäftigt am Bruiser Camp. Gut, mit denen auch relativ schnell klarkommen. Aber sie hat, ja, Vipelino hat hier nicht mehr allzu viel Mana. Muss ein bisschen aufpassen. Ein Sandwich. Ja, die Sandwiches sind wichtig. Bodyblocking ist wirklich A und O in den Teamfights. Und das machen die soweit auch ganz gut. So, was sehen wir jetzt hier? Versuchen sie irgendwie was auszurichten. Eigentlich müsste AAA jetzt defensiv spielen. Sie haben gegen die Bruiser zu kämpfen, sie müssen die Siege Giants aufhalten. Und ihnen fehlt auch momentan die Map Vision, um halt irgendwie so einzelne Helden abzufangen, wie das jetzt hier bei Arthas der Fall sein könnte. Aber ja, der kriegt auch sofort Samen-I zur Unterstützung. So schnell wird das nichts. Ah, hier unten warten sie. Tessera auf der Seite hilft natürlich auch immens. Aber hat er sein Oracle schon eingesetzt? Ja, kann es jetzt gleich wieder zünden. Mal gucken, wann es kommt. Aber ich denke mal, erst wenn sie die nächste Aktion auch erwarten, wird da was kommen. Und der untere Schrein sollte ihrer sein. Eigentlich das neutrale Bruiser Camp auch eine gute Chance, das jetzt zu nehmen. Wird aber, glaube ich, nicht passieren. Die müssen oben erstmal die Bruiser stoppen. Da ist das komplette Team von SK. Und die haben auch direkt schon das Fort rausgenommen. Schon zwei Forts gekillt. Dadurch auch jetzt zwei Level Erfahrungsvorsprung. Sehr, sehr schön. Und oh, was macht denn hier AAA? Die gehen irgendwie komplett in Disarray da rein. Sehr gute Aktion von Linked. Schön zurückgedrückt hier alles. Da kommt der CC von Tanjay. Aber kann nicht allzu viel erwischen. Jetzt sind sie in einer besseren Position, aber sie haben schon so viel Schaden genommen. Aragi jagt da noch hinterher. Geht am Herd sehr niedrig. Auch Jark sehr, sehr niedrig. Upsi Daisy. Und Jella poppt hier aus der Odenform. Hat auch schon einiges an Schaden einstecken müssen. Irgendwie versucht Vipelino das Ganze zu stoppen, aber ein super Root. Ich glaube, Vipelino wird hier dran glauben. Nein, ah doch, das schafft er. Envenom hat ihm dann den letzten Rest gegeben. Gerd am Herd musste ein bisschen aufpassen. Phase Shift hilft zwar, aber kann halt sich auch schnell in eine andere Richtung entwickeln.
Wieder mal Top Fight für SK und ich weiß nicht so richtig, was hier AAA gemacht hat. Da fällt es doch auf, dass Jella nicht so richtig zum Team gehört. Denen hat irgendwie die Koordination gefehlt. Die sind da so, ja, nicht als Team reingegangen, sondern so in zwei Fronten mehr oder weniger. Und das kann funktionieren, aber dann brauchst du halt eine gute Initiation. Dann musst du halt das andere Team auch teilweise rausnehmen oder irgendwie gut zonen oder irgendwas in die Richtung. Also so kann das nicht funktionieren und so kriegt jetzt hier SK auch Kontrolle über beide Schreine. Jetzt wird AAA versuchen in der Mitte irgendwie das Ganze zu stoppen. Aragi ist da ein bisschen außerhalb. Kriegen sie ihn? Sieht gut aus. Jar kommt von oben rein, aber das restliche Team kommt mit dazu. Link mit einem sehr, sehr guten Emerald Wind. Kann in das restliche Team zurückdrücken. Aragi kann fliehen. Tungjae komplett out of position. Kriegt er noch den zweiten Rain of Vengeance ab? Ja, kriegt er. Da kommt der letzte Schaden auf Vipelino extrem niedrig. Da oben Jark nimmt auch einiges an Schaden ab. Auch der fällt und auch Gerd am Herd ist am Fallen. Wow, was für ein super Turn hier für SK. Und wir kriegen direkt den nächsten Dragon Knight. Ja, Aragi hat hier sehr, sehr schöne Entscheidungsfindung. Versucht einfach zu fliehen. Perfekte Abpassung auch von Link mit dem Emerald Wind. Kann das ganze Team zurückdrücken. Rettet Aragi das Leben. Die haben sehr lange gechased. Das heißt, waren auch wieder extrem lang gezogen. Also Zoning... echt das A und O. Und jetzt kriegen sie hier das nächste Fort und auch die nächste Wall sollte mit drin sein. Ich glaube, das Keep wird nichts. Dafür sind die Respawn-Timer einfach noch viel zu niedrig. Aber schon eine gute Eröffnung. Jetzt sind alle wieder da hier auf Seiten von AAA. Versuchen irgendwas gegen Samurai zu machen, während das restliche Team hier unten munter fröhlich wegschnetzelt, sich hochheilt und wartet, dass die Respawn-Timer für die Camps wieder hochkommen. Also Amelie muss jetzt schon ein bisschen aufpassen. Wird auch gut gezoned. Link ist jetzt wieder mit dabei. Und Amelie mit dem Sprint kommt er hier davon. Gut gemacht. Oh, da kommt nochmal ein guter Stun. Und Link ist komplett gefangen. Sehr, sehr schöne Aktion hier von Tungjae auch. Nochmal ein CC, Mass-CC rausgehauen. Ja, und so ein einzelne Kills, so können sie sich halt erstmal zurückkämpfen. Müssen dann natürlich aber auch ein bisschen ausbauen davon. Sich die Bruiser holen, sich die Seed Giants holen. Vielleicht nochmal irgendwie einen Teamfight forcieren. Irgendwas in der Art. So, die Bruiser können sich schon mal sichern. Seed Giants, naja. Noch nicht. Jetzt gehen sie drauf, oder? Bisschen komisch, was die Jungs hier abziehen. Aber ja, gut, sie müssen gegen die Bruiser und Seed Giants unten kämpfen. Da hat SK einfach aufgepasst. So, wir haben schon lange nicht in die Talente geguckt. Also lasst uns mal einen kurzen Blick reinwerfen. Gerade die Level 16 Talente interessieren mich dann immer sehr. Stone Skin auf Seiten von Arthas. Blood für Valor. Minefield, also mein Build hier auf Seiten von Sergeant Hammer. Da haben wir Infested Toads für Nocebo und Critterize letztendlich für Brightwing. Auf Seiten von AAA Stoneform für Muradin, Stone Skin für Tychus, Second Strike für Tassadar, Gathering Radiance für Uther und Tempest Fury kommt hier rein für Thrall. Ja, und zwei Level hinten, das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Vipelino komplett out of position. Kriegt einen Critterize ab, aber kommt nochmal davon. Wow, das war Rettung in letzter Sekunde. Zum Glück kam da Jenna noch mit rein, hat noch ein bisschen Schaden ausgeteilt, sonst hätten sie da auf jeden Fall die Verfolgung gegeben. Und ja, Deep Seed Giants kann man sich natürlich sehr, sehr fix drum kümmern. SK wird jetzt versuchen, weiter Druck aufzubauen. Irgendwie auszunutzen, dass sie halt nochmal einen Teamfight forcieren können. Gerade jetzt, wo sie halt die zwei Level Vorsprung haben. Und ja, damit bringen sie natürlich jetzt die AAA in die Bedouille. Die wollen auf keinen Fall einen Keep verlieren. Aber genau das wird passieren, wenn sie hier nicht schnell reagieren. Aber das machen sie auch sehr gut. Oben wird ein Shrine sich gesichert. Echt gute Aktion, weil wenn es zu einem Teamfight kommt und eventuell ein Großteil des Teams drauf geht, dann hast du den einen Shrine, kaufst dir ein bisschen Zeit, dass sie nicht sofort den nächsten Dragon Knight nehmen und dann dir schon den Todesstoß versetzen können. Also gute Aktion, dass da, ich glaube, Thrall nochmal hingegangen ist und sich den oberen Shrine gesichert hat. Ja, und jetzt das komplette Team wieder beieinander. Arthas versucht hier irgendwie reinzukommen von hinten. Und das haben sie aber schnell entdeckt, kriegt auch direkt einen Stun ab, zieht aber das Team wieder auseinander. Vipelino versucht unten zu kämpfen gegen Samurai und Link, aber wird gut hochgehalten. Jetzt wird er weggedrückt hier, kommt noch rüber gesprungen, kriegt auch ein schönes Schild hier von Gerd am Herd. Kann sich dadurch gut am Leben halten, aber der Root kommt rein, er frisst weiter Schaden. Aragi bleibt gut am Leben, kann sich das schön halten. Jar kommt nochmal rein. Wir haben noch einen Thundering übrig und auch der Divine Storm wurde noch nicht gezündet. Er kommt nicht so richtig ran. Tungjae halten sie schön zurück. Link ist sehr, sehr niedrig.
Und Tersa fällt letztendlich. Vipelino geht aber auch drauf. Haben sie es jetzt hier endlich? Ja, da kommt der CC und Werler geht drauf. Tunjay ist aber extrem niedrig. Jark kaum noch Mana. Das heißt, auch von ihm werden wir hier nicht allzu viel sehen. Gutes Displacement. Kriegen sie noch den Final Kill. Jark muss noch drauf gehen. Und da ist er eingeklemmt so ein bisschen. Aber nein, die Zombie Wall hilft nicht so wirklich. Jark kommt nochmal davon. Also 2 für 1. Wieder mal ein guter Teamfight für SK. Und das, obwohl Team AAA in einer guten Position war, um das Ganze durchzuziehen. Aber die Keep steht noch. Das ist halt das Wichtigste für AAA, dass die Keep nicht gefallen ist, weil sonst kommen sie halt nicht so wirklich raus und haben sie eigentlich mit einem Dragon Knight nach dem anderen zu kämpfen. Und so weit machen sie das eigentlich sehr, sehr gut. Ah, Ragi muss aufpassen. Kommen jetzt von allen Seiten ran. Das sollte der Kill sein. Da kommt das Bodyblocking von Toonjay. Gut gemacht. Thundering noch mit rein. Hat ihn aber nicht genug weggedrückt. Und jetzt ist das restliche Team von SK mit da. Mit ihrem 2-Level-Vorsprung. Toonjay frisst hier einiges an Schaden. Sprintet raus. Kann man sich hier nochmal heilen. Er braucht den nächsten Heal. Er muss irgendwie am Leben bleiben. Aber er kommt davon. Es reicht. Es reicht nochmal aus. Der nächste Kampf entbrinnt. Samini wird finally. Endlich wird er hier rausgenommen. Blinde versucht sich noch Busy zu holen, aber ja, die Minen, da hilft es natürlich, dass sie jetzt hier noch mit Displacement arbeiten. Aber Busy, ja, bisschen gefährliche Rückzugsroute. Kommt man aufs First Aid rein, das kann ich hier am Leben halten. Und SK, die haben fast, Level 20 erreicht. Noch ein paar Kills und dann sind sie hier gut dabei, können sich ihre Level 20 Talente sichern. Und sollten dann versuchen, auch den nächsten Teamfight zu holen. Aber Nsibo ist halt noch 30 Sekunden raus. Das heißt, ich glaube, so ein richtig perfektes Timing werden sie nicht erwischen. Hier unten kann AAA den Trine wieder zurückerobern. Linked mit einem guten Stun. Kriegen sie ihn raus? Ja, sie kriegen ihn raus. AAA, die arbeiten sich zurück. Die arbeiten sich zurück. Haben beide Schreine jetzt hier gesichert. Ah, nee. Oben macht Sergeant Hammer den ganzen Strich durch die Rechnung. Aber Sergeant Hammer gegen Thrall, da zieht sie auf jeden Fall den Kürzeren. Oh, Chuck frisst hier einiges an Minen erstmal. Und Busy kommt von oben noch, kommt von unten nochmal dazu. Bisschen Napalm mit draufgehauen. Sie sind jetzt Level 20. Lass uns mal anschauen. Bolt of the Storm für Valor. Oh, Chuck! Oh, Chuck, da kommst du nicht mehr davon. Das war's. Das war ein schöner, kostenloser Pickup diesmal für SKs Seite. Bolt of the Storm für Valor. Legion of Northrend auf Arthas. Advanced Lava Strike für Sergeant Hammer, Annihilating Spirit für Nsibo und Brightwing hat sich noch nicht so ganz entschieden, ob es da das Storm Shield wird oder die Verbesserung von Emerald Wind, aber ich denke mal schon das Shield. Und das erste Mal jetzt hier auf Seiten von AAA, dass sie auch den Dragon Knight haben, aber so wirklich nutzen können sie ihn gerade nicht. Jella muss gerade mehr aufpassen. Scheißt sich da doch so ein bisschen in die Hose, wie es scheint. Und von unten, SK drückt nochmal nach. Sie riechen jetzt, sie haben es jetzt gerochen. Sie wollen jetzt hier endlich ihre Keep sich sichern. Schon noch der erste Napalm Strike von Busy mit rein. Das ist das Schöne am Napalm Strike, dass man den ständig einsetzen kann. Mit so einem geringen Cooldown. Aber noch wagen sie sich da nicht allzu viel raus. Solange der Dragon Knight hier noch verfügbar ist, hat AAA die Oberhand. Und sie sind halt auch bald auf Level 20, das heißt, so eine gute Chance ist es dann doch nicht ganz. Ich habe nochmal das Schild aufs Keep. Ich möchte jetzt hier irgendwie den Napalm Strike mal aufhalten. Das klappt noch ganz gut. So, und jetzt Level 20. Jetzt ist der Dragon Knight weg und jetzt können sie raufgehen. Noch die Chance nutzen. Immer mal wieder mit dem Napalm Strike rauf. Und genau das macht halt Busy auch. Hat eine immense Reichweite. Aber auch gute Schilde immer hier von Gerd am Herd. Ich möchte da natürlich unbedingt dieses Keep halten. Bis jetzt gehen sie auch sehr gut mit ihrer Mana um. Oben wird der Turm halt demnächst drauf gehen. Und Aragi ist der Einzige, der sich hier wirklich weit rauswagt. Aber so weit kriegen sie das Keep erstmal noch nicht. Nächste Napalm Strike. Oh, super Timings hier von Gerd am Herd. Immer wieder die Schilde eingesetzt. Oh Mann. Echt, echt gut gemacht. So lange das Keep zu halten. Und jetzt sind sie fast Level 20. Oh, da kommt der nächste Napalm Strike. Schild bricht ab. Ne, er setzt gleich direkt nochmal nach. Setzt nochmal nach. Jetzt holen sie sich die Seed Shines. Die sollten allerdings dem Keep dann den Rest geben. Besonders wenn das restliche Team halt noch mit dazu kämpft. Aber die Seed Shines können sie aufhalten. Sehr gut. Für AAA. Und jetzt sind sie auch Level 20. Nur ein Level zurück.
Hier hinten relativiert sich das dann alles wieder. Wenn du sie testen möchtest, geh in deinen eigenen Chat. Ja, Emotes sind schön, aber nicht zu viele, das stimmt natürlich. Xbox, wir geben dann nochmal, ich mach nochmal einen Raffle ganz zum Schluss, nach dem nächsten Spiel, beziehungsweise im nächsten Spiel. Während des nächsten Spiels wird geraffelt. Oh, Beezy, komplett gefangen auf der Seite. Tungje nochmal mit einem guten Stun, Link kommt rein. Und er wird schön zurückgedrückt. Oh, Jark springt da nochmal raus. Bakery kriegt er hier den Kill. Sergeant Hammer wurde schon rausgenommen. Und Bakery kriegt den Blow. Kriegt den Final Blow auf Uther. Ist jetzt aber halb abgetrennt vom restlichen Team. Jark versucht dazu entkommen. Kommt immer der Big Red Button dazu. Thrall wird rausgenommen. Und Jella muss irgendwie versuchen zu entkommen. Nur noch zwei Helden übrig. Da kommt das First Aid. Kann sie entkommen? Sieht so aus. Oben ist Sibo. Versucht hier den Kill zu kriegen. Und oh, Jella! Mann, schnell nochmal weggesprintet. Das hat gerade so geklappt. Muradin auch entkommen, ist da irgendwie über die obere Flanke geflüchtet. Ja, das heißt allerdings, dass SK sich jetzt hier den nächsten Dragon Knight sichern kann. Irgendwie versucht Muradin auch gegenzuhalten, aber Muradin gegen Arthas, ja, ich weiß nicht. Gerade wenn Arthas hier noch echt gut dabei ist, was Gesundheit angeht und noch Bakery zu Hilfe hat, dann hat Wipley nur einfach keine Chance. Jetzt holen sie sich hier das Ganze. Samen, die kann noch kurz von Jella beschäftigt werden. Hat sie noch eine Granate, um reinzuhauen? Ne, sieht nicht so aus. Und das ist der nächste Dragon Knight für SK Gaming. Könnte es schon der letzte sein. Sie haben sich noch keinen Keep geholt. Das heißt, ich glaube noch hat hier AAA eine Chance. Aber jetzt fast alle Helden down. Ne, sie kommen wieder. Thrall kommt wieder. Nur Tychus fehlt. Und mit Tychus natürlich immens viel an Schadensoutput. Da kommt nochmal ein guter Shield von Gerd am Herd, aber das Keep fällt. Und Samani haut direkt aufs nächste Keep mit drauf. Schubst Uther nochmal aus dem Kampf. Und das nächste Keep wird ja auch fallen. Die haben einfach super viel Schaden. Jetzt gerade zwei Level Vorsprung. Sobald sie hier den nächsten rauspicken, sollte das eigentlich schon fast gewesen sein. Wer wird's werden? Tungje ist da mittendrin. Brightwing versucht nochmal wegzudrücken. Ich glaube, sie gehen direkt auf den Chor. Kümmern sich hier gar nicht mehr um die restlichen Helden. Oh, Tungje mit einem guten Divine Hurricane. Na, hier Bakery vielleicht rausnehmen. Nee, die kümmern sich gar nicht darum. Die gehen direkt auf den Chor und ja, es hat nicht gereicht. SK Gaming holt sich hier den Sieg. Wollen hier nicht auf dem Verlust gegen, auf dem Loss gegen Whiskey Coker sitzen bleiben. Und sie